sonst noch irgendwas hier? Außer ein Loch in der Decke. Eventuell ein Totem oder sowas? Nein. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, bisher haben wir wirklich das Einzige, wo wir ein Totem drin gefunden haben, war, bin ich der Meinung, nur im Sanatorium. Hallo? Wieso erschreckt sie sich denn jetzt? Oh Gott. Chris, das ist vom letzten Jahr. Komm schon. Sie hat das dumme Streich. Das ist irgendwie unangenehm, oder? Das gibt's auch noch auf Video. Sie ist da so... So was? Sie ist so aufgeregt. Hier ist Hannah. Und lebendig. Hey, Hannah. Sie hat keine Ahnung. Oh, scheiße. Wow. Du warst damals wirklich begeistert davon. Matt? Was macht ihr denn hier? Das ist grauenvoll. Ich fühle mich so mies. Das ging wohl zu weit, aber... Scheint dir Spaß gemacht zu haben. Das ist doch das Schlimmste, oder nicht? Wir haben einfach nur Spaß gemacht. Es sollte doch lustig sein. Ja. Ich will dieses Video nie wieder sehen. Oh... Ash, ganz ruhig, okay? Ich dachte, hier Geister und die Videos und jetzt, jede Sekunde komm fliegt runter, hier was rum. Hör mir doch einfach was? Mal zu. Komm runter? Wie soll ich das tun, Chris? Ich da zieht nur aus. Jemand seine Spielchen mit was? Uns ab. Denk mal nach. Geister benutzen keine Kameras. Sie spielen keine Spielchen. Wer sollte es sonst gewesen sein? Ernsthaft? Sag mir das. Was weiß denn ich? Vielleicht derselbe wie eben im Schuppen. Vorhin mit Josh. Ja, klar. Derselbe Typ, der vielleicht auch Sam hat. Genau jetzt. Vielleicht hast du recht. Ich wünschte lieber nicht. Ja, so langsam habe ich auch eine Vermutung. Und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Until Dawn. Ja, in der letzten Folge waren wir hier in dem Raum, also in der Werkstatt von dem Psycho. Und ich muss mal schauen, ob ich euch den Projektorfilm hier wieder mit dazu schneiden kann am Anfang und dass die Folge dann halt einfach mit meiner Anmoderation beginnt. Denn es gab nämlich gerade ein paar kleine technische Schwierigkeiten. Ich hoffe, ich habe sie jetzt so weitestgehend behoben. Ja, dann gehen wir mal weiter und folgen Chris dorthin, wo er hin will. Oh Mist. Sieh dir das an. Blut? Vielleicht von Sam. Okay, mal sehen, ob ich das aufkriege. Ich hab's, aber verdammt, ist das Ding schwer. Vorsichtig. Jetzt komm schon durch, Ash. Ich kann sie nicht halten. Oh, komm schon. Chris! Was? Ich glaube, ich hab Sam gesehen. Ash, bist du sicher? Ich weiß nicht, aber komm, wir sollten nachsehen. Also wer immer hier auch blutet, ist hier durchgekommen, okay? Deshalb müssen wir uns beeilen. Los! Das war definitiv nicht Sam. Oh, okay, du hast recht, ich komme. Oh. Mal von den Haaren her schon gesehen. Ich dachte schon, das Ding zerquetscht mich. Na komm. Okay, was haben wir hier? Scheint ein Lagerraum. Was ist das? Ein Generator? Ich kapier's nicht. Wozu braucht hier jemand eine Kühlanlage? Es ist eiskalt. Kühlanlage. Gott allein weiß, was bei denen im Kopf vorgeht, Ash. Okay. Ziehen wir mal weiter. Hier hängen noch mehrere Schweine. Was braucht er denn? Diese kompletten Schweine. Und Chris kommt mir so langsam auch ein bisschen verdächtig vor. Ich habe da auch so eine kleine Vermutung. Und wir müssen Chris wirklich mal ein bisschen Sam beobachten. Das war doch nicht Sam, oder? Nee, wir sind ja mit ihr entkommen. Aber verschlossen. Verdammt. Aber wie soll es auch anders sein? Aber Ashley guckt aber wirklich jetzt so langsam auch wie so ein Psycho, ne? Aber
Aber naja, gut, bei dem, was die mitgemacht haben, ist das auch kein Wunder. Oh, Chris! Oh nein! Hallo? Sam? Ich raff das nicht. Eine Puppe? Ja, nein, das ich auch. Wieso ist sie wie Sam angezogen? Keine Ahnung. Warum zieht jemand eine Puppe an wie Sam? Chris, ich weiß nicht und ich drehe hier gleich durch. Wo zum Teufel ist Sam? Es ist verrückt, es ist verrückt. Oh, Chris. Oh, shit. Ah. Nein, geh weg. Bleib mir gefälligst beim Lachen. Nein! Lauf doch weg, jetzt schon. Was? Wie kann man nur so bescheuert sein, anstatt sie einfach vor dem Typ wegläuft? Also jetzt mal wirklich. Mein Kopf platzt. Scheiße, ey. Shit. Oh Mist. Ash! Ash! Oh! Oh. Scheiße, Ash, was hat er mit dir gemacht? Er hat mich geschlagen. Okay. Ich mach den Wichser sowas von fertig. Was ist das? Das ist er. Nein, Chris. Das ist der Typ, der Josh umgebracht hat. Oh Gott, nein. Oh. Du perverses Chris. Stück Scheiße. Oh, Monster. Zieh dich um, wir werden sterben, Chris. Ich will noch nicht sterben. Niemand wird hier sterben. Ich wollte dir nur sagen, es ist so unfair. Was? Mir was sagen? Chris, es ist zu spät. Chris, was soll das bringen? Hör auf, sag's. Wir reden immer drumherum. Und jetzt, ich meine, wir haben so viel Zeit verschwendet. Nichts davon war verschwendet. Was soll das heißen? Jede Sekunde, die ich bei dir war, ich hätte meine Zeit nie anders verbringen wollen. Was meinst du damit, Chris? Tut mir leid. Ich hätte sagen sollen, was ich fühle. Chris. Ashley, ich schwöre, wenn wir hier rauskommen. Oh Gott! Ah! Ashley, ich hol dich raus. Ich lass dich nicht sterben. Oh hallo, meine kleinen Versuchskaninchen. Oh Scheiße. Angst, Chris. Hab keine Angst. Oh, das solltest du auch, Ash. Denn hier kommt der Clou. Chris hat schon eine tödliche Entscheidung getroffen. Und die nächste wartet schon auf ihn. Chris, du kannst die Waffe da vor dir nehmen und Ashley erschießen. Oder du erschießt dich selbst. Wer übrig bleibt, darf leben. Nur du entscheidest. Sei doch nicht albern, Chris. Der hat wirklich zu viel Sorge geguckt, der Typ, ey. Warte, halt! Das darfst du nicht, Chris. Bitte nimm mich. Du hast mich schon mal gerettet. Oh, fuck. Lass mich dieses Mal entscheiden. Lass mich dieses Mal dich retten. Wenn ich noch eins in meinem Leben tun kann, lass mich das tun. Chris, bitte. Oh, oh Gott. Diesmal bist du zu weit gegangen. Siehst du das nicht? Siehst du nicht, dass dieser Folterporno zu weit gegangen ist? Also, was gibt dir das Recht, hier Gott mit diesen Leuten zu spielen? Was macht dich zu was Besonderem? Du bist krank! Ein krankes Schwein! Es wird immer schlimmer. Also was zur Hölle hast du ihnen angetan? Hä? Was zur Hölle hast du ihnen getan? Psychopath! Psychopath! Was bisher geschah bei Until Dawn? Wow, das ist schräg. Leute, kommt schon! Hallo? Sam? Oh Gott! Chris, nur du entscheidest. Hallo? Zum Glück, wir brauchen Hilfe, bitte!
Shit! Kapitel 7. Gewalt. 4 Stunden bis zum Morgen. Und da ist Selma. Wir sind definitiv mit ihr entkommen. Es ist 3.05 Uhr. Aber sie hat ihr Handtuch noch an, wo ein W für Washington draufsteht. So, wo sind wir jetzt hier gelandet? Bitte immer gucken. Suche nach einem Weg aus dem Keller. Okay, also das ist jetzt nicht wirklich hoch. Was haben wir hier? Das ist auf jeden Fall eine Karte. Die können wir nach oben machen. Ach, das ist von oben. Die Küche. Das ist das Einzige, was ich darauf lesen kann. Links. Kitchen. Das ist... Todesmaschinenpläne. Oh mein Gott. Ja, und so langsam. Ich weiß definitiv, wer es war. Ich weiß nur noch nicht, ob Chris damit was zu tun hat, weil ich habe irgendwie das Gefühl, weil Chris weiß die ganze Zeit, wo wir lang müssen. Chris weiß alles und. Hat angeblich den Geist nicht, hier liegt auch noch was, hat angeblich den Geist nicht gesehen und so. Ich glaube, dass Chris und Josh, dadurch, dass wir jetzt die Todesmaschinenpläne gefunden haben, glaube ich, dass Chris und Josh etwas damit gemeinsam zu tun haben. Nur würde er dafür echt seinen besten Freund opfern, nur um mit Ashley zusammenzukommen? Oder Josh wollte es. Ich weiß es nicht. Was haben wir hier? Nachrichten. Dr. Hill. Dienstag, 13. Januar, 9.47 Uhr. Hi Josh, ich bin's, Alan. Die macht es hoffentlich nichts aus, dass ich dir schreibe, aber es ist wichtig. Ich habe deine E-Mail erhalten. Ich glaube nicht, dass dein Plan dir helfen wird. Du musst mit dem aufhören, was du tust, und zu mir kommen. Bitte geh ans Telefon. Ich mache mir langsam Sorgen. Lassen Sie mich in Ruhe. Nimmst du deine Medikamente noch? Mir geht's gut. Es ist sehr gefährlich, die Medikamente mitten in der Therapie abzusetzen, Josh. Ruf meine Praxis an und mach einen Termin, bitte. Josh? Josh, antworte bitte. Ja, jetzt haben wir auch nochmal die Bestätigung dafür, dass es definitiv Josh ist, der hier mit uns diese ganzen Spielchen macht und sowas alles. Allerdings weiß ich nur nicht. Ist das Telefon echt kein Hinweis? Boah, krass. Das finde ich aber scheiße. Auf jeden Fall, ich habe irgendwie das Gefühl, dass Chris da noch mit drin hängt. Oder dass Josh noch irgendwie einen Komplizen hat. Weil, wie soll er das alles alleine schaffen? Was haben wir hier? Akte. Psychiatrische Akte. Joshua Washington. Abschließende psychiatrische Beurteilung. 21.05.2014. Dr. A. Hill. Vertraulich. Ärztliche Vorgeschichte. 11.06.2006. Jeremy Harris, MD, Whale Point Surgery. Überwiesen am 2.04.2007 nach einem Vorfall in der Schule. Ja, auch wieder nach einem Vorfall in der Schule. Sogar nur ein paar Tage später. 15 Tage. Oliver Perkins, MD, MPH. Überwiesen. Achso, nee, überwiesen am 19.10.2009. Dann wurde er nochmal überwiesen am 9.12.2009. Wegen Uneinigkeit über Behandlung. Nach starker Abnahme des Ansprechens auf Medikamente beim Patienten. Gegenwart Alan Hill. Wegen potenzieller Selbstmordgefahr. Es war 2014. Hier hat er Fluoxetin bekommen. Wieso hat er denn 4 Jahre genommen? Patient teilte mit, dass Nebenwirkungen Kopfschmerzen und Übelkeit zu akut werden und bat darum, dass... Na, hallo, warum blättert sie jetzt einfach um? Und bat darum, das Medikament zu wechseln. Dann hat er 3 Jahre Duloxetin genommen. Patient behauptete, das Medikament zeige keinerlei Wirkung mehr.
Seine Stimmung habe sich massiv verschlechtert. Dann bis 2014, April, Patient hat Selbstmedikation begonnen, stärkere Dosen eingenommen mit Amitriptylin und dann Penicillin. 30 Milligramm zweimal täglich, erhöht auf dreimal täglich nach 2 Wochen. Sollten bei Patient 1 oder mehrere der folgenden Symptome auftreten, ist umgehend einen Arzt zu konsultieren. Nebenwirkungen, Hypotonie, verschwommene Sicht, Schwindel, Schlaflosigkeit, erbrechend Durchfall, Muskelzittern, Leberschäden, Hepatitis. Dann bei Entzug, Übelkeit, Schlaflosigkeit, Albträume, Unruhe, Halluzination, Paranoia, Aggressivität, undeutliches Sprechen, Ataxie, Katatonie und Schock. Behandlungsübersicht. Patient traf delirierend verwirrt ein. Starke Symptome einer schweren depressiven Störung mit Bezug zu Tod, Verschwinden seiner Schwestern. Patient wurde unter Beobachtung gestellt. Elektrokonvulsionstherapie aufgrund der sinkenden Medikamentenwirkung bei Patienten erwogen, jedoch abgelehnt. Kognitive Verhaltenstherapie, interpersonelle Psychotherapie, Psychoanalyse und so weiter brachten keine Verbesserung. Neue Einstellung auf Medikamente wurde erforderlich. Patient auf nicht selektive Mauhämmer umgestellt. Begründung SSRI und SNRI haben sich als ineffizient erwiesen. Anfangsdosis 60 Milligramm Penicillin. Eine überdurchschnittliche hohe Dosierung war zur Reduzierung der Symptome erforderlich. Nach 2 Wochen verbesserte sich Symptome und Stimmung des Patienten auffallend. Lassen am 16. Mai nach zufriedenstellender Abschlusskonsultation Dr. Alan Hill. Dann haben wir hier noch die Rechnung. Das werde ich jetzt aber nicht alles vorlesen. Er war 30 Nächte drin. Das hat $11,850 gekostet. Dann die Penicillin $105,24. Dann ein Erstgespräch, das hat $750 gekostet. Dann die Prüfungskonsultation hat $8,330 gekostet. Und die Verhaltenstherapie $5,215. Die Summe insgesamt waren $26,250,24. Gezahlt wurde noch nichts und der ausstehende Betrag sind noch $26,000. Okay. Mich nervt das trotzdem, dass Josh sein Handy... Das muss ja Josh sein Telefon sein. Dass das kein Hinweis ist. Wieso nicht? Das als Hinweis bekommen. Nee. Es soll definitiv kein Hinweis sein. Schade eigentlich. Was haben wir hier hinten? Erinnerungstafel. Gruselig. Never forget. Vermisstenposter, ein paar Preise mit dabei. Krass, okay. Hier haben wir sonst nichts weiter. Hier auch nicht, dann gehen wir mal weiter. Wo Sam nicht durchgekommen ist? Nee. Da ist er. Jetzt geht er weg. Er hat ja auch wirklich überall diese Kameras aufgestellt, ne? Schon eine krasse Sache, muss ich sagen. Danke, dass ihr alle hier seid. Heute führen wir ein kleines Experiment durch. Hallo. Hallo, Kinder. Nein, das passt nicht. Willkommen, Pilger. Ach, du Scheiße. Ich sag doch, das ist Josh. Hier haben wir auch Updates jetzt. Und eine Sache wurde hier aktualisiert. Die Birne passt in den Projektor, der in dem alten Hotel gefunden wurde. Die Pläne zeigen, wie eine Attrappe benutzt werden kann, um den Eindruck zu erwecken, jemand wäre in 2 Hälften geteilt worden. Aber die Person, die die Maschine benutzt, befindet sich tatsächlich in Sicherheit.
Das sieht aus wie die Maschine, die Josh umgebracht hat. Genau, das, was ich ja eben schon sagte. Und das wird er ja bestimmt nicht alleine gemacht haben. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Eine Tafel voller Bilder. Andenken an Hannah und Beth. Wer das gemacht hat, scheint von den Zwillingen besessen zu sein. Klingt wie der Psychopath, der seine Rede probt, aber plötzlich fällt der Stimmverzerrer aus und man hört eine andere Stimme. Und eine psychiatrische Akte über Josh, er nimmt schon lange Medikamente. Sein aktueller Therapeut heißt Dr. A.J. Hill. So, während wir uns das eben angehört haben, habe ich ganz still und heimlich mal gegoogelt. Und Josh sein Handy soll ein Hinweis sein. Weil ich hätte mir das jetzt auch nicht vorstellen können, dass wir so viele Sachen über Josh und sowas alles finden. Und aber, wenn es genau sein Telefon, kein Hinweis. Also das hätte ich mir jetzt halt wirklich nicht vorstellen können. Deswegen, ich weiß es nicht so genau, warum das uns hier nicht gut geschrieben wird, das Telefon. Oder haben wir uns das zu früh genommen? Das kann halt natürlich auch sein. Achso. Ach krass, mit dem Touchpad können wir das auch, Geht's da bitte? Ach krass. Ich musste mit dem Touchpad das runterscrollen. Okay. Das habe ich nicht gewusst. Aber sonst hat das doch auch funktioniert, wenn wir, wenn ich hier mit dem Steuerkreuz runtergegangen bin. Aber naja, gut. Man, gut, dass ich nochmal nachgeschaut habe, weil am Ende wäre das nämlich der einzige Hinweis gewesen, der uns gefehlt hätte, auch wenn uns noch zwei fehlen. Und das hier war ja der Schweinekopf, den wir gefunden haben, wo drauf stand Welcome Back. Warum der mir nicht gut geschrieben wurde bei dem Durchlauf hier nochmal, weiß ich nicht. Da wird es bestimmt auch wieder irgendeinen Fehler gegeben haben, bei denen nimmst du eigentlich immer automatisch mit. Zumindest war es ja das letzte Mal auch so. So, dass da eben war ja die Tür, wo wir mit Ashley und Chris schon nicht weitergekommen sind. Und hier ist die Tür, wo ja Sam angeblich drinne gewesen sein soll, wo wir aber gesehen haben, dass es nur eine Puppe, was heißt nur, dass es eine Puppe war. Huch. So, was haben wir hier noch? Haben wir noch irgendwo Hinweis, außer die Puppe? Die Videokamera. Oh. Hinweis entdeckt, Videokamera. Genau. Und hier haben wir die Puppe. Die hat echt Sam ihre Klamotten an, ne? Du hast ihre Augen geöffnet, habe ich gerade als Trophäe bekommen. Wieso habe ich das jetzt als Trophäe bekommen? Muss ich dann mal nachschauen. Nein! Ah! Nein! Mike, was machst du da unten? Oh. Da ist ein... Oh, Mike, Gott sei Dank bist du hier. Okay, geht's dir gut? Neugierig oder besorgt? Ja gut, also eigentlich an sich wäre ich erstmal besorgt, wenn ich ihn sehen würde, weil Sam weiß ja nicht, was mit Jessica passiert ist. Allerdings würde es mich auch interessieren, wie Mike da hingekommen ist. Weil wir haben ja gesehen, dass er von den Fässern da mitgerissen wurde, also von dem Feuer. Also er ist ja nicht verbrannt oder so, aber wie ist er da durchgekommen? Ah, wir sind mal besorgt, weil neugierig, das ist jetzt auch beschissen. Wo ist Jessica? Ist sie nicht bei dir? Jessica ist tot. Was? Er mordet Sam. Hier oben läuft ein Irrer herum, der uns umbringen will. Uns alle. Und ich schwöre bei Gott, wenn alle wieder in Sicherheit sind, werde ich diesen Wichser jagen und ihm die Eier abreißen. Und zwar jedes Einzelne. Ich glaube, Mike ist ein bisschen sauer. Hör zu, dieser Typ, von dem du sprichst. Er hat mich angegriffen. Er hat mir auch Videos gezeigt. In einem davon wurde Josh ermordet. Er wurde zerfetzt von diesem riesigen Scheiß-Sägeblatt. Verdammte Scheiße. Und Mike... Ich glaube, irgendwie ist Josh in das alles verwickelt. Was? Wie? Ich bin nicht ganz sicher. Da war eine Nachricht von seinem Arzt und er erwähnte einen Plan.
der eine schlechte Idee sei. Und jetzt ist er tot. Was für ein kranker Scheißfilm ist das denn hier? Hier ist eine Tür. Sie geht nicht auf. Kannst du sie von da aufmachen? Wir können es probieren. Denk an den Rucksack. Oh, du nimmst sie gleich mal mit, ne? Status-Update haben wir bekommen. Sind wir mit Mike jetzt ein bisschen höher? Oh, zu Jess und Mike sind wir höher gekommen. Das ist es halt, wie gesagt. Also Josh wird da schon mit verwickelt sein und ich glaube, Chris wird auch dabei gewesen sein. Aber wenn Chris wirklich mit bei der Sache mitgemacht hat, dann muss ich sagen, echt krass, dass er diese Emotionen so krass gespielt hat. Schön, dich zu sehen. Ich wollte gerade sagen, warum die sich nicht umarmen, aber meinen sie ist ja nur im Handtuch. Was soll das werden? Tja, also ein Handtuch ist doch nicht das beste Outfit, um Psychokiller zu bekämpfen, weißt du? Da hat sie recht. Würdest du mal, Mike? Ja, klar doch. Wow, ich glaube, Sam ist die einzige Frau, die sich so schnell anziehen kann. Okay, krass. Fertig. Bringen wir es hinter uns. Allerdings. Was war das? Ist das Wein? Das sind Chris und Ashley, glaube gewesen. Ja, na klar, man hat ja Chris seine Stimme erkannt. Aber das sehen wir allerdings in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Also bis dahin. Tschüss.